Hallo meine Lieben, ich bringe euch heute ein gebuchtes Kundenbild mit. Es geht um eine Klientin, die eine karmische Beziehung hat und die eben gerne wissen möchte, wie sie im letzten Leben mit ihrem Herzensmann gelebt hat, was sie beide an Karma mit in dieses heutige Leben bringen und was hier quasi auch die Lernaufgabe dieser Beziehung ist. Und dazu habe ich das Neunerblatt von den Past Life Karten gelegt. Und ist mir gleich aufgefallen, die Karte Asia. Das heißt, sie haben beide im asiatischen Raum gelebt. Sie waren beide hier, also weil wir hier oben auch die Karte Waisenkinder haben, gehe ich sehr, sehr stark davon aus, dass die beiden hier Geschwister waren. Und die Eltern einfach nicht mehr verfügbar waren. Deswegen waren die beiden voneinander getrennt. Sie konnten also nicht zusammen aufwachsen, sie waren Waisenkinder und deswegen hat man sie hier auch ein Stück weit voneinander getrennt. Sie sind einfach hier nicht zusammen aufgewachsen. Klar ist aber, dass die beiden eben in Asien gelebt haben. Man sieht hier auch die Karte Autoritätsperson, das heißt, sie hat, also jeder der beiden hat hier Autoritätspersonen gehabt. Aber ich gehe auch sehr stark davon aus, dass diese Autoritätspersonen den beiden irgendwie nicht wohlgesonnen waren. Also mir liegt hier auch die unerwiderte Liebe hier. Das heißt, sie haben sich beide bei ihren Zieheltern, hätte ich einmal gesagt, nicht geliebt gefühlt. Da gab es eben die unerwiderte Liebe, das heißt, die Kinder wollten geliebt werden. Sie haben zum Teil ihre Zieheltern auch geliebt, aber sie haben die Liebe eben nicht zurückbekommen. Das ist das Schicksal damals gewesen der beiden, dass sie einfach damit klarkommen. Und das hat sie ein Stück weit auch in diesem Leben mitgeprägt. Also hier hat man auch ständig Angst, weil hier auch die Karte liegt, Vertrauen und Glauben. Haben sie irgendwie das Vertrauen in die, ins Liebesleben, weil wir hier unten auch die Karte Liebesleben haben, haben sie ein Stück weit hier verloren. Durch diese Geschichte, die die beiden gehabt haben, dass sie nicht zusammen aufwachsen konnten, dass sie bei Pflegeeltern gelebt haben, die hier quasi die Kinder zwar großgezogen haben, aber hier wirklich nicht Liebe so zum Ausdruck bringen konnten, wie es eben für Kinder förderlich ist. Und das hat die beiden hier auch wirklich, oder dieses Schicksal haben die beiden hier auch wirklich in dem damaligen Leben quasi erdulden müssen. Man sieht hier auch die Karte der Bäume, das heißt, in dieser Umgebung, die die beiden gelebt haben, gab es auch sehr, sehr viele Bäume. Vielleicht ist das ein Stück weit heute auch noch so, dass sich entweder meine Klientin oder ihr Herzensmann sehr für Bäume interessiert, für den Wald interessiert. Wenn das der Fall ist, dann ist das natürlich auch ein Kennzeichen davon, dass die beiden eben in der Vergangenheit sehr viele Bäume um sich gehabt haben. Wahrscheinlich war es ja auch eine ländliche Gegend, wo eben sehr, sehr viel Natur auch war. Dann liegt hier noch die Karte der Schiffe, also das Schiff. Das kann auch sein, dass eine der beiden hier quasi auch sehr, sehr oft auf dem Schiff war. Das kann jetzt nicht, es kann sein, dass beide hier auch zum Teil sehr oft mit dem Schiff unterwegs waren oder eben nur einer der beiden. Aber klar ist, dass die beiden in Asien gelebt haben, in einer ländlichen Gegend, hin und wieder mal auf der Schifffahrt vielleicht auch dabei waren, vielleicht war der eine hier auch beruflich damit unterwegs. Das kann auch sein, dass wenn meine Klientin sagt, dass sie heute sehr, sehr gerne auf Kreuzfahrtschiffe ist oder ihr Herzensmann, dann hat das damit auch zu tun, dass das damals in dem damaligen Leben auch sehr präsent war bei den beiden. Einfach die Schifffahrt auch. Dann haben wir noch liegen die Ritterzeit. Also kann man das schon eingrenzen,
dass sie um die Ritterszeit gelebt haben. Und da gab es auch eben sehr viele Kämpfe auch, zum Teil auch vielleicht wirklich auf dem Schiff. Wie gesagt, die beiden haben hier in dem damaligen Leben wirklich Vertrauen irgendwie auch verloren durch diese Autoritätspersonen. Sie haben immer wieder, sind sie konfrontiert worden mit dem Thema unerwiderte Liebe. Deswegen macht es wahrscheinlich in diesem Leben jetzt auch so schwer, an diese Liebe auch zu glauben. Immer wieder sind sie damals auch in ihrem späteren Liebesleben, also sie waren ja wie gesagt Geschwister, sie waren ja dann auch, haben sie Partnerschaften eingegangen, auch in ihrem Liebesleben hat es immer wieder Autoritätspersonen gegeben. Das heißt, sie waren immer jemanden unterwürfig unter Anführungszeichen und haben dadurch auch immer wieder erfahren müssen, dass sie nicht geliebt werden, dass die Liebe, die sie den Menschen geben, einfach nicht erwidert wird oder nicht so erwidert wird, wie sie sich das gerne wünschen und wie sie sich das auch verdient haben. Und da gehe ich sehr, sehr stark davon aus, dass es auch in diesem Leben so ist, dass eine der beiden oder alle beide hier wirklich auch das Vertrauen in die wahre Liebe auch verloren haben. Und deswegen sind sie ja quasi jetzt wieder in so einer karmischen Beziehung, weil sie eben damals als Geschwister einfach getrennt wurden, sie konnten nicht miteinander aufwachsen, man hat sie auch getrennt, sie hatten das ähnliche Schicksal und jetzt quasi sind sie wieder inkarniert als Mann und Frau, nicht miteinander verwandt, um zu schauen, oder beziehungsweise um zu merken, wenn das jetzt für alle beide zutrifft, dass es die wahre Liebe auch wirklich gibt, dass man hier auch vertraut, dass es das gibt und dass man diese Ängste loslassen soll und dieses Vertrauen und daran glauben wieder in das ganze Liebesleben, dass das einfach wieder hier sich wiederholt, weil die beiden eben miteinander eine gemeinsame Lernaufgabe haben. Und da ist es wirklich sehr interessant, was ihr Herzensmann hier für ein Karma, sein eigenes Karma mitbringt. Und dazu schaue ich mir jetzt seine Karma-Karte an. Und sein Karma ist hier quasi, dass er nicht verbittern soll und dass er nicht verzweifeln soll und hier wirklich hier auch seine Ängste loslassen soll. Er ist anscheinend oder er hat anscheinend aus seinem letzten Leben sehr viel Verbitterung mitgenommen. Und das ist sehr, sehr tief in seinem Herzen auch fest verankert, diese Verbitterung. Und sein Karma ist hier quasi, dass er durch diese Bindung zu meiner Klientin diese Verbitterung und dieses, ja, einfach diese Verbitterung, die er tief in seinem Herzen hat, einfach loslässt. Und da ist hier anscheinend meine Klientin für ihn die richtige Lebens- oder Lernpartnerin für diese Situation. Und das muss er wirklich auch lernen. Und deswegen ist ihm wahrscheinlich auch hier meine Klientin geschickt worden, um dem Ganzen auch, um das Ganze auch zu merken, dass in ihm sehr viel Traurigkeit auch ist. Das ist ganz weit tief drinnen in ihm. Und mit meiner Klientin kommt das für ihn quasi hoch und das wird verarbeitet. Denn das Karma muss sich ja irgendwann einmal auflösen. Und jetzt ist es anscheinend an der Zeit, weil sich die beiden hier quasi wieder gefunden haben, dass er diese Lernaufgabe angeht, einfach keine Verbitterung mehr zuzulassen. Schauen wir uns die Karte in der Mitte an. Das ist quasi das gemeinsame Beziehungskarma der beiden, was die beiden gemeinsam haben. Und das gemeinsame Thema ist hier die Angst. Beide müssen die Angst loslassen. Hier steht auch, dass die Angst wie ein Gummiband ist, an dem man hier quasi gefesselt ist, das immer wieder zu einem zurückkommt, wenn man versucht, sich davon loszureißen. Und wie schon vorhin gesagt, bei ihm ist es das Vertrauen und gemeinsam haben sie wirklich eine Urangst in sich, ganz tief in der Seele, die es jetzt gilt zu verarbeiten. Das ist sowohl für ihn als auch für meine Klientin ein sehr, sehr wichtiges Thema hier, Ängste loszulassen. Ängste bezüglich nicht geliebt zu werden. Vertrauen, das sind alles Ängste, was in den beiden schlummert,
das hier wirklich auch verarbeitet werden muss. Und deswegen sind die beiden hier jetzt auch wieder zueinander gestoßen. Schauen wir uns dann noch zum Schluss das eigene Karma meiner Klientin an. Und für meine Klientin gilt hier, dass sie sich nicht beklagt über gewisse Situationen. Sie soll hier wirklich auf ihre Intuition hören, auf ihr Bauchgefühl hören. Da tut sie sich wahrscheinlich auch ein Stück weit schwer hin und wieder, wenn hier quasi wieder das Karma unter Anführungszeichen zuschlägt, wenn sie wieder das Gefühl hat, sie verliert ihn. Das kann nicht passieren. Die beiden haben eine gemeinsame Lernaufgabe und hier muss meine Klientin auch lernen, ins Vertrauen zu gehen und auch darauf vertrauen, dass das, was sie fühlt, dass ihre Intuition hier einfach richtig ist. Und das kann ja auch keiner nehmen. Das, was sie fühlt, ist richtig. Sie soll in diesem Leben lernen, auf ihre Intuition zu hören, auf sich zu hören, egal was alle anderen dazu sagen. Und deswegen sind die beiden auch wirklich hier aufeinander gestoßen. Vielleicht hat meine Klientin hier auch ein bisschen Ängste, was ihre eigene Intuition betrifft, dass sie sich hin und wieder denkt, ob sie sich das einbildet. Nein, sie soll auf ihre Intuition hören. Sie fühlt das, sie spürt das und das ist genau richtig. Und das muss sie auch wirklich lernen. Dafür ist er hier quasi da, um sie an ihre Lernaufgaben zu erinnern und einfach, um sie auch ein Stück weit anzuschubsen in diese Richtung der Lernaufgabe. Und das Gleiche gilt für ihren Herzensmann. Da kann sie ihn anschubsen, seine Ängste loszulassen und nicht mehr so verbittert zu sein. Aber beide haben hier wirklich Urängste, die sie miteinander auch bereinigen können, indem sie einfach ihre Lernaufgaben abarbeiten. Ja, das war's jetzt mal von mir. Wenn meine Klientin noch Fragen hat, einfach melden. Wenn du gerne wissen möchtest, welches Karma du hast, wenn du wissen möchtest, ob du mit deinem Herzensmann schon mal in einer Beziehung gelebt hast, egal welche Fragen du hast, schreib mir einfach eine Mail an kartenlegerin-anjaverena@gmx.at oder besuch meine Website unter www.kartenlegerin-anjaverena.webnote.at. Ich freue mich, wenn du dich meldest und schicke euch allen ganz, ganz liebe Grüße. Tschüss!